Um Kraft, Stabilität und Ausdauer für die kommende Langlaufsaison zu trainieren, haben wir uns Trainingsvideos überlegt, die euch helfen sollen, möglichst gut vorbereitet in die Saison zu starten. Ein stabiler Rumpf ist die Grundlage für eine gute und verletzungsfreie Performance am Ski. Der Unterarmstütz sollte an die jeweilige Leistungsstufe angepasst werden. Wir zeigen euch jeweils zwei unterschiedliche Varianten. Rechts haben wir die Anna in der Basis, links den Jonas in der Profistufe. Für beide gilt: Bauchnabel einziehen, Becken stabil halten, Schulterblätter weg von Ohren und Wirbelsäule drücken. Das gleiche gilt für Seitstütz und Brücke. Hüfte und Rumpf bleiben gestrickt, Becken und Schultern dürfen nicht wegrotieren. Eine saubere Qualität der Bewegung ist für alle Übungen entscheidend. Die Durchführung erfolgt, bis die Spannung nicht mehr gehalten werden kann. Insgesamt sollen pro Übung mindestens 3 bis 5 Durchgänge bei einer Pause von maximal 60 Sekunden absolviert werden.